Am siebten Tage hat Gott Pause gemacht, dem Sonntag. Wir aber nicht. Wir sind zurück beim AllianzCup hier im Orange Campus, dem Drei-Nationen-Turnier im Rollstuhl-Basketball. Und auch wie schon an den vorhergegangenen fünf Partien. An meiner Seite, guter Freund und Kollege Paul Hollfelder. Ja, absolut. Wir haben heute eigentlich nicht geplant, aber wie ein Turnier-Endspiel. Und wir sind heute wieder nicht allein, sondern wir haben heute wieder unseren Super-Experten Thorsten Meurer an der Seite. Ja, auch von meiner Seite aus. Schön, wieder da zu sein. Ihr habt gerade schon gesagt, wir haben das Turnier so begonnen, werden das so beenden. Hoffentlich mit gleichen guten Leistungen. Ja, definitiv. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Die Brisanz des Spiels hat Paul gerade schon ein bisschen angeteasert. Finalspiel. Eigentlich gar nicht so gescheduled, aber die Briten und die Deutschen, beide stehen 2-1. Bevor wir auf das Spiel nochmal genauer eingehen, wollen wir aber nochmal einen kleinen Rückblick schalten auf das Spiel, erste Spiel des Tages. Deutschland gegen die Niederlande mit Sieg für Deutschland. 66-46. Und die Regie spielt uns gerne noch ein paar Highlights dazu ein. Die Deutschen eigentlich übers Spiel hinweg super Leistung, die Niederländer nie wirklich zum Zug kommen lassen, haben das Two-Man-Game im Low-Post gut gestoppt, dadurch die Niederländer auch am Scoring gehindert. Paul, deine Meinung zum Spiel? Ja, absolut. Im ersten Spiel gestern hatten sie immer wieder Probleme, wie du es schon meinst, in diesem Two-Man-Game. Haben am Anfang vor allem jetzt bei dem Spiel eher den Wurf zugelassen, anstatt eher aggressiver rauszugehen, wenn dann nur angetäuscht. Das hat ja auch Luca uns angesprochen. Ich weiß nicht, Thorsten, hast du noch was hinzuzufügen? Nein, mehr. Im dritten Tag des Turniers ist es immer so, wie fit sind die Mannschaften noch? Und heute wirkte Deutschland in der Früh ein bisschen spritziger, ein bisschen aggressiver, ein bisschen agiler. Haben die Schüsse der Holländer deutlich schwerer gemacht, wie das noch den Tage zuvor war. Und dementsprechend war deren Quote niedriger und Deutschland konnte das Spiel für sich entscheiden. Ja, und dass wir überhaupt hier so ein, sag ich mal, Hochniveau-Basketball spielen sehen dürfen, wollen wir uns nochmal bei der Allianz bedanken, die großer Inklusionspartner bei uns sind. Und sie ermöglichen nicht nur dieses Turnier, sondern sie ermöglichen uns auch, ja, den Rollstuhlbasketball hier und in der Umgebung, zum Beispiel mit Projekten wie Rollstuhlbasketball macht Schule, wo wir in mehr als 20 Schulen mit der Allianz zusammen den Kindern von klein auf das Rollstuhlbasketball näher bringen. Und sie sind auch Namensgeber, Thorsten, von deiner Mannschaft. Genau, Allianz Rollers-Ulm wurde während der Saison umbenannt, Allianz ist damit eingestiegen. Gibt es natürlich langfristig enorme Perspektiven hier. Wir sind stolz, einer der Vereine zu sein, die den Namen tragen dürfen und wir wollen dem alle Ehre machen und wie gesagt, wollen den Schwung nutzen für die kommende Saison und für die kommende Jahre. Und nächstes Jahr hoffentlich der Aufstieg dann. Ja, hoffentlich der Aufstieg. Da sehen wir nochmal das Team der Großbritannien. Mit meinem Lieblingsspieler des Turniers, Greg Warburton in der Startaufstellung. Ich hoffe, er geht auch heute wieder über die volle Distanz. Da bin ich stark von überzeugt. Auf der Karte der Deutschen hier nochmal zu sehen. Mit den Topscorern aus dem letzten Spiel heute Vormittag. Güttner und Böhme, die jeweils 15 um 19 Punkte gemacht haben. Ganz starkes Spiel von den beiden. Ja, und bevor wir in die Starting Fives reinschauen, schauen wir noch mal kurz ein kurzes Werbevideo und sind gleich wieder zurück. Du wächst gerne über dich hinaus? Kann dein Geld auch? Mit unserer Vorsorgelösung Komfortdynamik profitierst du von Renditechancen und Sicherheit. Die Allianz Lebensversicherung. Da für dein Leben. So, wir sehen hier die Teams sich nochmal abklatschen, auch wieder auf dem Feld mit dabei. Das Maskottchen der Allianz, die ja eben Namensträger dieses Turniers sind, der Allianz Cup. Und ich denke auch, würdiges Endspiel. Und ich hoffe, dass es den Allianz Cup auch in Zukunft weiterhin geben wird. Thorsten, da musst du dich mal ranmachen und tatkräftig unterstützen. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich habe es im Interview schon gesagt, dass
die Resonanzen durchweg positiv waren. Das freut uns natürlich als relativ kleiner Rollstuhl-Basketball-Standort in Deutschland. Ein Turnier wie das als Gastgeber ausrichten zu dürfen, das ist viel Arbeit, aber es macht auch jede Menge Spaß. Und es soll auf jeden Fall kein einmaliges Erlebnis sein, sondern wir wollen uns damit etablieren und sind mit diesen starken und willigen Partnern auch gut aufgestellt. Ja, nicht nur das, ich denke auch mit dem Kommentatoren-Duo von uns beiden plus die Expertise von dir sind wir auch top aufgestellt. Nächstes Jahr kann kommen, von mir aus. Ja, absolut. Also es macht einfach mega Spaß. Ich denke, wir haben auch so viel über das Wochenende lernen können. Wissen noch, als wir hier beim ersten Spieltag saßen und eigentlich vielleicht mal ein Spiel angeschaut haben und jetzt haben wir das ganze Wochenende mitverfolgt und kennen uns, denke ich, auch schon ein bisschen besser aus als vorher. Und es ist doch auch einfach schön, das auch mal mitzunehmen und mitzulernen, weil Rollstuhlbasketball ist die inklusionsstärkste Sportart. Richtig, also im nationalen Wettbewerb spielen Mann, Frau, Jung, Alt, Behindert, Nichtbehindert, alles zusammen. Aus dem Grund ist bei uns im Training auch jeder wirklich willkommen, also Informationen über die Homepage, direkter Kontakt aufnehmen mit dem Verein, es ist jeder offen, das Training ist offen, wir haben Rollstühle da zum Ausprobieren. Ihr zwei seid am Dienstag fällig, das haben wir schon vereinbart und wahrscheinlich werden wir dann auch eine Möglichkeit haben, darüber zu berichten. Mit Sicherheit, also wir können gerne auch noch die Social Media Abteilung dazu holen, die freuen sich auch immer drüber. Das Leiden will definitiv jeder sehen. Ja, also spätestens zum Saisonstart seht ihr uns in der Starting Five. Also wenn nicht am Dienstag, dann hoffentlich bald. Apropos Starting Five. Ich höre gerade von der Regie, dass wir auch die Starting Fives der beiden Mannschaften vorliegen haben. Und wir starten rein mit der Starting Five der Allianz. Ja, wir sehen einen Holländer, der hier gewechselt hat. Ja, ein Holländer hat sich reingeschummelt mit der 7 De Boer. Ich glaube, das sollte auf die 7 Terry Bywater hinauslaufen. Macht aber nichts. Mit der 11 Phil Pratt, mit der 12 Greg Warburton, mit der 15 Ben Fox und mit der 16 Jim Palmer auf dem Platz. Line-up gestellt von Coach Bill Johnson. Ja, keine große Veränderung, wo ich jetzt sehe, außer der reingeschlichenen Niederländer. Auch bei den Deutschen im Vergleich zum ersten Spiel heute Vormittag gegen die Niederlande keine Veränderung. Güntner in der Startaufstellung mit der Nummer 6, mit der Nummer 7 Huber. Das Ganze wird komplettiert durch Haller, Albrecht und Böhme, die heute Morgen eine gute Figur gemacht haben. Ich denke, Coach Nikola Zeltinger geht da mit derselben Line-Up-Reihe mit einem guten Gefühl. Ja, jetzt ist noch knapp eine Minute, bis wir ins, sag ich mal, Finalspiel reingehen. Das ist unser letztes Spiel des Wochenende, leider. Hätte auch noch ein paar Tage länger gehen können. Ja, also ich hätte auch noch eine Woche dranhängen können. Gerade in der Kombi hier gefällt mir das ziemlich gut. Könnte ich öfters machen. Guter Sport, gute Gesellschaft, was will man mehr? So ist es. Apropos guter Sport, Paul, um nochmal drauf einzugehen, die Brisanz des Spiels jetzt. Wir haben ja gesagt im Vorfeld, Finale des Turniers. Eigentlich das Finale über Playoffs etc. haben wir ja gar nicht auf dem Schedule gehabt. Wie ist das jetzt zustande gekommen? Ja, beide Teams haben dasselbe Win-Lose-Verhältnis. Beide zwei Siege, eine Niederlage. Ja, und wer jetzt gewinnt, hat somit das beste Verhältnis des Turniers und kann sich somit als Sieger des Allianz-Cups bezeichnen. Und wir haben ja auch noch eine Siegerehrung am Ende, die auch ausgeführt wird von unserem Hallensprecher Marc Herrmann. Ja, genau, Marc Herrmann auch in der Halle. Ich sehe auch, Robin Christen gibt sich die Ehre heute, wie schon angekündigt vorhin. Vielleicht erwischen wir ihn noch für ein kurzes Halbzeitinterview. Auch der nimmt Platz und schaut sich das Spektakel heute an. Und wenn man von ihm spricht, da kommt er doch mit Grinsen angelaufen, unser Hallensprecher Marc Herrmann. Aber ist auch immer wieder schön zu sehen, wie viele auch von den Profis jetzt mal zu den Spielen kommen, ob es Spieler war, ob es Staff war, weil es trotzdem Sport auf höchstem Niveau ist und sowas darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Ja, absolut. Wir haben es gesehen über den Turnierverlauf. Klar, jeder hatte mal Ups und Downs, aber im Allgemeinen wirklich eine Top-Leistung von allen Mannschaften. Immer wirklich gute Sequenzen von jedem dabei gewesen. Das macht Lust auf mehr. In zwei Wochen gibt es dann auch schon mehr für alle, sag ich mal, Rollstuhlfans, die begeistert zuschauen. Da geht es nämlich los, EM.
in Rotterdam ab dem 8.8. Heim-EM sozusagen für die Niederländer, die heute nicht mehr um den Sieg mitspielen können. Wie gesagt, von den Deutschen heute Morgen schon 66 zu 46 geschlagen. Aber so viel dazu, gehen wir rein in das Spiel um Allianz Cup Gold. Hier im Two-Man-Game mit Albrecht, der den ersten aber nicht versenken kann. Also wir haben auch heute, glaube ich, im ersten Spiel schon gesehen, wie aggressiv und athletisch rollischer Basketball sein kann. Wir haben einige harte Stürze gesehen. Ich saß zu dem Zeitpunkt am Schreibtisch, da gingen die Augen auf, die Münder gingen auf. Also man sieht, bei den Mannschaften geht es auch noch um was. Ja? Jetzt bist du im dritten Turniertag, die Arme sind ein bisschen müde, vom Kopf her vielleicht ein bisschen müde, jetzt musst du nochmal ein bisschen aggressiver sein und mal ein bisschen härter pushen. Und wir hoffen, dass jetzt auch in dem Spiel, hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich sowieso nicht schenken wollen, dass wir diese Aggressivität noch mitnehmen, weil macht immer Spaß anzuschauen, ne? Spektakulär. Ja, definitiv, also die Intensität im Spiel auch heute Morgen, so wie du schon gesagt hast, Thorsten, wirklich unglaublich hoch. Gucken wir, ob die Deutschen das auch über den Turniertag komplett so halten können. Das ist natürlich auch körperlich anstrengend. Aber du bist in einer außergewöhnlichen Situation. Ich weiß nicht, ob schon angesprochen worden ist, aber die Mannschaften kommen aus einer Weltmeisterschaft. Ja, sind in den Kadern so zusammengeblieben. Das heißt, die Findungsphase brauchst du nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Zeitgleich stehst du aber schon in Vorbereitung auf einem Turnier. Das heißt, du hast hier Mannschaften, die aktuell eigentlich auf ihrem Peak sein müssten. Und ich glaube, das zeigen sie stellenweise auch. Und trotzdem wird immer noch hart trainiert. Und hier Bywater mit den ersten beiden Punkten der Partie. Der auch ein super Turnier spielt. Vor allem nach dem Ausfall von Lee Manning, ja, dem eigentlichen Big Man bei Großbritannien, ist er da wirklich in die Presse gesprungen. Anderer Spielertyp, aber nicht weniger erfolgreich, was sein Scoring zeigt und was auch die Ergebnisse der britischen Mannschaft zeigen. Ja, du hast es angesprochen, Thorsten, Lee Manning im ersten Spiel oder im zweiten, glaube ich, leider ausgefallen. Genau. Mit einer kleinen Blessur. Du hast ihn ins Krankenhaus gefahren. Geht es ihm wieder gut? Ja. Er hat einen Cut am Finger zugezogen. Der musste mit wenigen Stichen genäht werden. Aber die Europameisterschaft ist nicht in Gefahr. Jetzt muss er halt einfach ein bisschen schonen und stillhalten, dass das gut verheilt. Aber da ist keine langfristige Geschichte. Zum Glück. Hoffnungswurf jetzt hier von Jan Haller. Gute Defense der Briten. Absolut. Ja, auch auf deutscher Seite macht der große Mann Matthias Güntner meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job. Spielt ein sehr, sehr gutes Turnier mit vielen Anteilen, vielen Spielen. Recht unaufgeregt. Auch im Abschluss größtenteils sehr hochprozentig unterwegs. Also ein Duell der großen Leute auf der einen Seite. Und dann kommen die Guards mit dazu. Wird spannend. Ja, Günther im Turnierverlauf. Im ersten Spiel mit 25, im zweiten mit 27 Punkten. Im dritten Spiel gehen die Niederlande heute Vormittag mit, in Anführungsstrichen, nur 15 Punkten. Aber dafür auch mit 7 Rebounds. Und das Teamplay der Deutschen hat heute Morgen einfach super funktioniert. Und jetzt hier schöner Fastbreak von Großbritannien. Schöner Fastbreak bei Water, der jetzt auch schon 7 Punkte hat und jetzt auch den Assist gespielt hat, also der wieder super in die Partie reinfindet. Ja, und darum auch die erste Timeout von Coach Zeltinger hier zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich. 9:2, frühe Führung für Großbritannien. So schnell kann es gehen. Ja, er wirkt auch unzufrieden an dem Punkt. Also das ist bestimmt nicht den Start, den er haben wollte. Zumal, ja, wahrscheinlich einer von den höheren Threats, ja, also von den Spielern mit der höchsten Gefahr, hier direkt gut ins Spiel kommt und punktet, das muss er natürlich sofort unterbinden. Ja. Wenn Terry Bywater hier nachher im Spiel drinnen ist und seinen Wurf gefunden hat und er frei werfen darf, den wieder einzufangen, ist eine Aufgabe.
Die Niederländer haben es zum Beispiel im letzten Spiel des gestrigen Tages nicht geschafft, als die Briten mit 82-50 gewonnen haben. Doch ganz sehr deutliche Partie. Ja. Das wollen die Deutschen natürlich verhindern. Sehen hier nochmal der offene Wurf nach guter Fastbreak-Offense der Briten. Das muss man besser verteidigen auf deutscher Seite. Es treffen hier auch zwei Mannschaften aufeinander, die nach der Weltmeisterschaft in ähnlichen Situationen sind. Ja, bei beiden, beide sind mit dem Ergebnis unzufrieden. Die Briten haben das Finale wirklich nahezu letzter Sekunde verloren. Ganz knapp gegen die USA. Der Stachel sitzt wirklich tief. Das hat die auch schwer getroffen. Das konnte man auch immer wieder hören die letzten Tage. Und ja, die Deutschen können mit dem Abschneiden bei der Weltmeisterschaft überhaupt nicht zufrieden sein. Und von daher wollen beide die Europameisterschaft auch nutzen, um den Stachel rauszuziehen, um sich besser zu präsentieren. Und es geht nicht mehr und nicht weniger um die Qualifikation für Paris, für die Paralympics nächstes Jahr. Und ja, da wollen definitiv beide Mannschaften hin. Das hatte Huber auch, der Spieler der Deutschen, im Pregame-Interview vor dem letzten Spiel angesprochen, dass das Ziel der deutschen Mannschaft ist, sich direkt über die EM für Paris zu qualifizieren, wenn nötig eben im Qualifikationsturnier, aber am besten natürlich direkt. Ball, Deutschland, Albrecht jetzt ja, mit dem Wurf in der Sekunde. Ja, das verteidigen die Großbritannier sehr gut in den ersten Minuten. Was sie sehr gut machen, ist, die fangen an der Dreipunktlinie an zu verteidigen. Teacup-Defense, sagt man da im Rollstuhl-Basketball dazu. Und dann sinken sie aber sehr, sehr gut ab. Ja? Eine Teacup-Defense kannst du überkreuzen, überattackieren, eigentlich so ein bisschen überspielen. Und da ist es notwendig, dass die Kommunikation einfach passt. Die Verteidiger stehen weit auseinander. Es muss klar sein, wann abgesunken wird. Das musst du im Kollektiv machen. Und das machen sie sehr, sehr gut. Deswegen gibt es auch keine zweiten oder dritten Chancen für die Deutschen gerade. Und dann läuft die Shot Clock ab, so wie wir es gerade gesehen haben. Ja, schöne Offense. So treiben wir damit einen schönen Pass auf Güntner. Offensivfoul jetzt hier gegen Bywater gepfiffen. Aber wenn ich das gerade beobachtet habe, wie weit Dreimüller draußen Terry Bywater aufgenommen hat, ist das auch eine Teacup-Defense draußen? Ja, du sprichst von der Teacup-Defense, wenn das die gesamte Mannschaft macht. Ja, dann hast du eigentlich so oben diese Tasse aufgestellt, also sprich diese Rundung. Wenn du das mit ein oder zwei Spielern machst auf der Seite, dann verteidigst du eine Zone. Jeder Trainer benennt das ein bisschen anders. Bei uns heißt das Level 1 bis 5. 1 ist die Defense an der Zone, 5 ist draußen 3-Punkte-Linie. Und so kannst du jede Seite individuell ein bisschen verschieben, ein bisschen weiter rausdrücken, ein bisschen enger halten. Also das war jetzt für mich keine Teacup-Defense, sondern es ist einfach entweder ein Jump gewesen, ja, dass ein Spieler auf den starken Schützen rausjumpt, oder eben eine Zonen-Defense mit unterschiedlicher Weite. So. Auch unser Haustechniker Marco Hamann lässt sich nicht nehmen, hier nochmal vorbeizuschauen. War gestern schon vor Ort. Hat auch die Lust am Sport gepackt. Ja, absolut. Ich denke, wem packt es denn nicht bei solchen spannenden Spielen auf so einem Top-Niveau? Phil Brett jetzt mit dem Ball. So, jetzt startet Deutschland eben auch mit dem T-Cup. Ja, muss dann auf der einen Seite ein bisschen absinken, aber drücken jetzt auch gleich wieder raus auf den Schützen. Viel Bewegung, ja, viel rotieren. Triple Switch gesehen. Schön gespielt.
Gegner hier mit dem Fehlpass. Da hat er gut seine Hände dazwischen. Wow, und das ist schön gespielt. Und das hatten wir schon in den ersten Spielen. Innerhalb von einer Sekunde zwei, drei, vier Pässe und finden den offenen Mann. Und das ist einfach. Das ist der Vorteil für die offensive Mannschaft, wenn sie einen guten Touch von außen haben. Und du musst diese Schützen jumpen. Ja? Du musst sie draußen aufnehmen, du musst sie draußen verteidigen, musst deine Position in der Defense aufgeben. Und dann ist es so, dass die Verteidigung rotieren muss. Die muss zum nächsten Angreifer gehen. Und dann hast du immer diese Sekunde Zeit, wenn der Ball schnell läuft und der Ball unterwegs ist, den an die Zone zu bringen zum abrollenden Spieler. Und dann hast du einen einfachen Layup. Sieht fantastisch aus, aber unfassbar schwer zu spielen. An der Stelle großes Kompliment an Britannien. Hat mich gut gemacht. Phil Brett davor mit dem Assist im letzten Spiel gegen die Niederländer. 12 Stück an der Zahl gehabt. Und drei Müller lässt es hier mal regnen. Packt die Schirme aus. Ah, sieht da Phil Brett, aber wäre vielleicht da das einfache Anspiel auf die Nummer 15 besser gewesen. Die Mitte ist zu bei den Briten. Günther natürlich großer Kerl, eigentlich immer anspielbar, aber wenn Terry Bywater dabei steht, ist auch das schwierig. Ja, wir haben schon zwei, dreimal gesehen, dass die letzte Präzision im Pass gefehlt hat. Das sind wenige Zentimeter. Ja, kannst natürlich nicht springen mit deinem Rollstuhl. Das heißt, kommt der Ball einen Tick zu hoch, hast du eigentlich kaum Chance, da dran zu kommen. Und da brauchen wir noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, was die Pässe angeht. Schön gespielt hier. Ja, und den macht Reimüller. An der Stelle das Kompliment gleich zurückgeben, auch an Deutschland. Ball schön laufen lassen, ja, den offenen Mann gefunden. Der Ball muss dahin, wo die Hilfe herkommt. So sagt man in der offenen, so sagt man das gerne den eigenen Mannen. Und ja, es geht Schlag auf Schlag. Kaum die Möglichkeit, irgendwas zu Ende zu erklären. Aber so soll Rollstuhlbasketball auch sein. Ja. Wieder bei Worte. Deine Expertise aus dem ersten Spiel, Terry Bywater als guter Mann, sie verfehlt immer noch nicht. Ja, die zieht sich das ganze Turnier durch. Die Prognose ist eine sichere Bank. Das Spiel kann man so gut wie nie verlieren. Zuletzt im Interview gesagt, wenn ich das richtig... Ja, der nächste Reimüller. Und ins Gesicht vom Briten. Wow. 2 von 2 jetzt auch. Das ist sein Spot, den kann er. Das haben wir gestern auch schon häufiger gesehen bei den Briten. Der Drive in die Mitte von Pratt oder Bywater. Und dann der schnelle Kickout-Pass zu Warburton, der das gestern auch wirklich hochprozentig lang verwertet hat von außen. Schön gespielt, Haluski unterm Körper, ja. Es geht hin und her, Schlag auf Schlag. Es ist einfach ein tolles Finale, so wie man sich wünscht. Ja, Top-Niveau im ersten Quarter hier. Jetzt fällt alles. Mit Foul. And one für Greg Warburton. Wieder mit einem guten Cut.
Korb zählt nicht. Ich würde mir an der einen oder anderen Stelle wünschen, von den deutschen Lowpointern, wie jetzt hier Tobias Hell, Chris Huber, Lukas Glossner hat es ein, zwei Mal gemacht, als er drin war. Ich würde mir wünschen, dass die auch mal zum Korb abrollen. Ja, die sind immer so einen Tick zu spät dran, gucken nochmal einen Screen zu setzen, nochmal einen Block zu setzen. Häufig sind sie diejenigen, die abrollen können. Und selbst wenn ich nicht abschließen kann, kann ich von der Baseline kommen, nochmal einen Cut setzen, nochmal einen Block setzen. Ja, und kann dann Mitspieler in gute Positionen bringen. Das würde ich mir wünschen, das vielleicht noch das eine oder andere Mal häufiger zu sehen. Noch mehr an der Offense teilhaben. Water mit dem Ball auf Philbrett. Schade, aber sehr schön gespielt wieder. Großbritannien, die wirklich einen super Basketball hier heute spielen. Gut verteidigt hier, aber... Ja, 3 Sekunden, meine ich. Sehen wir es nochmal. Warburton zeigt es auch direkt an. Ich glaube, 3 Müller, der da lange in der Zone verweilt. Schauen wir mal, was die Briten aus der letzten Possession wahrscheinlich des Quarters machen können. Ja, haben wir jetzt hier. Muss er nehmen. Schade. Ja, und damit beschließen wir das erste Quarter. Großbritannien führt mit 23 zu 18 Punkten gegen die deutsche Nationalmannschaft. Ja, die Deutschen bleiben dran. Großbritannien spielt wirklich ein super Spiel, aber die Deutschen lassen sich hier nicht abspeisen und sind weiterhin dran. Und ja, was sind 5 Punkte schon im Basketball? Ja, die können schnell weg sein. Müssen wir schauen, wie sich das im zweiten Viertel verhält. Wir haben jetzt 2 3-Punkt-Würfe von Nico Dreimüller gesehen, was dann für die individuelle Klasse spricht. Aber das Teamplay fehlt mir noch so ein bisschen. Ja und nein. Also der 3-Punkt-Wurf sollte natürlich auf einem Niveau, wo wir uns bewegen, einfach im Repertoire drin sein. Und ich glaube, es ist vermessen zu glauben, dass 3-Punkt-Wurf hier rein eine individuelle Klasse ist. Den musst du dir auch erspielen. Den musst du auch frei erarbeiten. Du siehst, wie schnell die Mannschaften rausjumpen, wie weit sie diese Schützen draußen verteidigen. Das heißt, du musst schon richtig stehen, du musst richtig rotieren und dich richtig bewegen, dass du einen freien Dreier hast und dass du dann da auch mal 2 von 2 machen kannst. Hat Nico schon viele, viele Jahre bewiesen in allen Stationen, wo er unterwegs war. Zuletzt eben auch in Frankfurt. Und hoffen wir auf noch ein paar weitere. Ja? Ja, bisher auch noch keine Freiwürfe für die Deutschen in dem Spiel. Wir sehen die Briten bei 71% Field Goal Percentage, das ist hochprozentig. Ja, ja. Da gefällt mir die Körpersprache. Sie stehen außen, sie wollen den Ball, sie wollen den Schuss. Die Pässe kommen gut in die Pocket, also die sind leicht fangbar und sofort weiter zu verwerten. Egal, ob das der direkte Pass ist oder dann direkt hoch für den Release, für den Schuss. Das fand ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Körpersprache spielt eine große Rolle und die gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade bei den Schützen auf britischer Seite. Man hört jetzt auch, die Halle ist da, mit Trommeln, mit Dingen, die Fans sind da, es hat sich langsam noch sehr gefüllt. Hören wir mit dem Einwurf und wir starten rein ins zweite Viertel. Guter Start. Lee Fryer hier mit seinen ersten Punkten der Partie. Ja,
2019 waren wir mit der U19-Nationalmannschaft, wenn ich mal eine Anekdote erzählen darf. Gern. 2019 waren wir mit der U19-Nationalmannschaft in Großbritannien, waren in Stoke Mandeville, der Geburtsstätte der Paralympischen Spiele, wenn man das so sagen darf, und haben dort gegen die britische U19 gespielt mit jenem Fryer auf deren Seite, der uns schon damals gezeigt hat, wie viel Potenzial in ihm steckt, der für uns kaum zu verteidigen war, enorm Tempo agiert hat. Und für mich als einer der Nachwuchstrainer ist es immer schön zu sehen, dass es junge Talente schaffen. Und auf deutscher Seite geht das Gleiche. Also Alex Budde war damals auch mit dabei, war auf unserer Seite, die 15 von Deutschland. Und dann ist es einfach schön zu sehen, dass sich die so weit entwickelt haben, dass sie sich jetzt auf diesem Niveau begegnen. Das freut uns Coaches im Nachwuchsbereich immens. Ja, wir hatten gerade noch den schönen Pass von Fryer. Naja, sitzt nicht. Trotzdem richtig, ja? Du hast 2 von 2, der Dreier ist erneut frei, dann musst du den auch nehmen. Also warum da das Schießen einstellen? Absolut. Hinter dem Ball. Ja. Oh. Und das können sie nicht fassen. Ja, da war eben der angesprochene Lee Fryer, diesmal mit dem Foul. Ob das so viel Foul war, weiß ich jetzt nicht. Also am Ball habe ich keinen Foul gesehen. Ich kann es von hier nicht beurteilen, ob unten am Stuhl Kontakt war, im Push von hinten, aber betiteln wir das als glücklichen Pfiff in Deutschland. Lässt er liegen. Und auch der zweite sitzt nicht bei Bude. Ja, das ist etwas, was natürlich immer ärgerlich ist. Ja? Diese Freiwürfe, auch im ersten Spiel heute schon Deutschland mit nur 67%, 14 von 21. Im Vergleich dazu Holland 10 von 11. Das kann natürlich enge Spiele entscheiden. Ja. Robert mit den nächsten Punkten und ja, der Mann hat heute ein gutes Händchen. 10 Punkte schon. Erneut eine Top-Leistung von ihm. Ja, das ist schön gespielt. Böhme da mit super Position. Das sieht Nico Dreimüller natürlich. Er hat heute sein Ziel Wasser getrunken, ne? Definitiv. Böhm jetzt mit dem offenen Wurf. Den macht er auch. Und jetzt geht es hin und her. Klasse Niveau für das Finale hier des Turniers. 54 Punkte schon insgesamt und wir sind Mitte des zweiten Quarters. Wir sehen was nochmal. Einfach stark von Warburton. Und auf beiden Seiten hast du noch Spieler, die noch kommen können. Ja, du hast auf deutscher Seite in Haluschki, der noch scoren kann. Du hast auch einen Güntner, der noch scoren kann. Bei den Briten, in dem Phil Brett, der plötzlich heiß laufen kann und ein paar in Folge einstreuen kann. Also die Mannschaften haben noch Potenzial, noch mehr Punkte zu machen, noch spektakulärer, noch offensiver zu spielen. Und wir wünschen uns das. Klares Foul von Dreimüller, ja, Aktion nur mit der Fußraste, den Gegner gestoppt, ist in den allermeisten Fällen klares Foul vom Verteidiger.
schönes Spiel. 2 gegen 1. Ah, aber offensichtlich wieder bei den Deutschen und Alexander Böhme. Das kann, macht er besser. Ja, Thomas Böhme kann den da verwandeln. Und direkt das Offensivfoul der Briten hinterher. Jetzt die Chance für die Deutschen, das Ganze auf ein One-Possession-Game mal runterzubringen. Ja, gut gezogen. Die nicht ganz optimale Position von, war glaube ich, Lief Reihe. Genutzt, genau. Er auch wieder mit der Fußmasse eingehakt. Das ist auch klare, schon sein drittes persönliches. Ja, richtig. Früh im Spiel. Einfache Fastball.de wieder für Großbritannien. Geht hier an Haluski. Ja, hier eine schöne Täuschung von Fryer. Da kann Haluski dann nur noch ihn mit dem Foul stoppen. Und direkt die Auszeit von Deutschland. Ja, das kann Nikolai Zeltinger nicht gefallen, dass du jetzt den zweiten Fastbreak, den dritten Fastbreak kassierst. Das musst du vorne ein bisschen besser aufbauen, ein bisschen Struktur reinbringen und halt diese Absicherung machen, weil du auf britischer Seite mit Lee Fryer, mit Harry Brown eben Spieler hast, die das zu nutzen wissen, und das willst du unterbinden sofort. Ja, keine einfachen Punkte, nicht bei so einem engen Spielstand. Ja, so schnell kann es gehen. Wir haben es gerade eben angesprochen gehabt. Hätte ein One-Possession-Game werden können. Jetzt liegt Großbritannien wieder mit 6 vorne. Wir sehen auch hier, wie die Spieler untereinander sich nochmal besprechen. Jetzt hier. Aber Rebound bei Günther. Den muss er nehmen. Ganz offen, den muss er nehmen, auch wenn er ihn nicht getroffen hat. Wir lesen auch im Chat, dass die Zuschauer bemerkt haben, dass Deutschland und die Niederlande die Bank mehr benutzen als die Briten. Siehst du das ähnlich, Thorsten? Und wenn ja, wieso vielleicht? Ja, dem kann man schon zustimmen. Was die internen Gründe sind, kann ich nicht sagen. Aber wir hatten es, glaube ich, auch schon mal angesprochen.
dass es für die Mannschaften jetzt darum geht, Formationen zu finden, die dir nachher Spiele gewinnen, insbesondere bei einem Turnier. Ja, dann verkleinert sich die Rotation, je länger so ein Turnier läuft. Und dann hast du nachher vielleicht 7, 8, 9 Spieler, auf denen die Verantwortung liegt. Und du willst natürlich so Spiele jetzt hier vor einem Turnier nutzen und genau diese Formationen in diesen Situationen haben, um ja, denen da einfach auch Praxis zu verschaffen. Das ist für mich die einzigste Erklärung. Und wenn deine Spieler gesund sind, dann nutzt du deine besten Formationen, ja, klar. Nicht der Zeitpunkt, um irgendjemanden zu schonen. Also und das nächste N1 jetzt hier. Hier sehen wir es auch nochmal. Deutschland 12 Punkte von Benchspielern. Großbritannien nur 4. Ich denke, das unterschreibt doch nochmal das, was Thorsten uns gerade hier so schön erklärt hat. Es kann bei Großbritannien auch mit dem Ausfall von Lee Manning zu tun haben. Ja, also du hast ja dieses Klassifizierungssystem, das heißt, du musst ja gucken, welche Spieler bringst du aufs Feld innerhalb deiner 14 Klassifizierungspunkte. Und wenn dir ein 4,5-Punkte-Spieler fehlt mit einer derartigen Dominanz und deren Ausstrahlung, kann das natürlich zur Folge haben, dass nicht alle Spieler weiterhin eingesetzt werden können, beziehungsweise nicht ihre Stärken ausspielen können und damit die Rotation wieder kleiner wird. Ja. Pauls Lieblingsspieler kommt jetzt auch wieder ins Spiel. Auf Seiten Deutschlands, Jan Haller. Ja, der hat gemacht. Fand ich auch die letzten Spiele super gespielt, offensiv wie defensiv. Zu Recht der Kapitän der deutschen Mannschaft. Na, 8 Punkte, 8 Assists beim Sieg heute Morgen gegen die Niederländer. Wow, schön gespielt hier. Ja, das ist klasse. Wow. Und die Bank, die feiert schon diesen schönen Spielzug. Schiedsrichter unterhält sich hier nochmal auf ein ernsteres Wörtchen mit Harrison Brown, der anscheinend viel zu sagen hat auf dem Platz. Vor allem gegenüber seinen Gegenspielern. Quatscher. Er kann hier nicht antworten. Interessant auch, dass die Deutschen jetzt wieder mit dem Line-Up spielen, dass sie im ersten Spiel gegen die Briten schon relativ häufig auf dem Platz haben. Mit beiden 4,5 von Güntner und Kaluski. Ja. Ja, ich denke vor allem um Bywater und Brett zu matchen. Probiert es hier mit. Den Pass kann ich leider nicht anbringen. Ja, ein bisschen mehr als 2 Minuten sind es noch. Deutschland ist mit 14 Punkten im Rückstand. Wir sind gespannt, ob sie es schaffen, noch näher ranzukommen zur Halbzeit oder ob Britannien den Vorsprung ausbauen kann. Wir müssen probieren, da jetzt nicht zu sehr den Anschluss zu verlieren. Sonst kann das so ausgehen wie das Spiel gestern gegen die Niederlande. Ah, das war relativ deutlich. Haben. Ja, die haben es nicht geschafft und haben dann mit 30 verloren. 32 sogar. Beide Teams damit auch jetzt im Bonus für dieses Quarter.
Water wide open an der Dreilinie. Aber in and out. Schön gespielt jetzt hier. Schön abgerollt von Jan Haller. Und das ist das, was Thorsten auch meinte, die Low-Pointer, dass sie einfach auch mal schneller abrollen und dann auch mal die Korbgefährlichkeit ausstrahlen und dann, wie hier Jan Haller, den einfachen Layup mitnehmen. Jan Haller ist natürlich einfach anzuspielen da unten, ja, also einfach in Anführungsstrichen, aber ein Mann mit einer Spannweite von gefühlte 2,20 Meter, da kriegst du den Ball auch an. Das gelingt dir nicht bei jedem, aber genau das meine ich. Ja, diese Pick-and-Roll-Situationen und selbst wenn es nicht zum Ball geht oder nicht zum Korbleger führt, habe ich aus der Position da unten nochmal die Möglichkeit, den Block nochmal neu zu setzen und vielleicht auch die andere Seite dann zum Spielen zu bringen, womit der Verteidiger einfach nicht rechnet. Ja. Hier sehen wir jetzt das auch schon dritte persönliche Foul von Christopher Huber. Und da beide Teams im Bonus sind, direkt zwei Freiwürfe für die Briten und Harrison Brown. Gündner jetzt an der Linie. Vier Punkte für ihn vergleichsweise wenig. Für das Turnier vor allem. Auch den lässt er liegen. Offensive Rebound bei Simon Brown, jetzt bei Harrison Brown. Wandelt hier den ersten. Und damit sind es erstmal nur noch 9. Und das darf natürlich nicht passieren, weder der einfache Zug zum Korb für Brown in der Situation, noch dass er den verlegt.
geht's dann weiter mit der zweiten Halbzeit im Finale. Viel Spaß. Wir hören es auch hier schon von unserem Hallensprecher Philipp heute. Deutschland geht in die Halbzeit mit einem 9-Punkte-Rückstand. 32 zu 41 aus Sicht der Deutschen gegen die Briten. Trotzdem Lust auf mehr für die zweite Halbzeit. Ja, unbedingt. Also unbedingt. Man hat gesehen, man hat den Briten nachher so ein bisschen das Ende weggenommen, die Schüsse weggenommen. Und deswegen konnte man dann den Rückstand ein bisschen reduzieren. Ne? 32 Punkte sind vielleicht in Ordnung, aber könnte ein bisschen mehr sein. Ich glaube, wir haben einige Würfe liegen lassen, gerade in der Zone, in Korbnähe. Wenn wir die noch machen, sind wir, glaube ich, ganz gut mit dabei. Und für mich ist das Spiel noch komplett offen. Und wir gehen kurz in einen Werbeblock und sind dann gleich wieder für euch zurück. Du wächst gerne über dich hinaus? Kann dein Geld auch. Mit unserer Vorsorgelösung Komfortdynamik profitierst du von Renditechancen und Sicherheit. Die Allianz Lebensversicherung. Da für dein Leben. So, er hat es geschafft, er ist bei uns. Robin Christen, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gern. Erste Frage an dich heute. Hast du schon Erfahrung mit Rollstuhlbasketball sammeln können bisher? Ja, ehrlich gesagt viel, weil ich ruhig aufgewachsen bin in Gießen. Mit RSV Lahn-Dill gibt es, glaube ich, eine der besten Mannschaften Europas, zumindest damals, wo ich dabei war. Und ich habe bei der zweiten Mannschaft damals als 14-, 15-Jähriger oft am Scorers-Table gesessen. Und habe sogar Scouting gemacht, weil die haben ganz gut bezahlt. Ja, Lahn-Dill hat auch Thorsten schon öfters angesprochen gehabt, ja. Den Verein kennen wir mittlerweile. Welcher Spieler aus der aktuellen Mannschaft bei uns würdest du sagen, würde die beste Performance im Rollstuhl abgeben? Ich glaube, mit den langen Armen von Bruno, da wird er fast einen Dank noch hinbekommen im Rollstuhl. Ansonsten, ja, ist schwierig, weil wenn man sich mal selber reingesetzt hat, da kann man nicht davon reden, dass man da irgendeine Chance hätte mitzuspielen. Ja, Tatsache, Anton hatten wir gestern auch hier im Interview, dein Head Coach. Der meinte, Nico Brezel wäre ein ganz heißer Kandidat auch dafür, wenn man einen Rollstuhl finden würde, wo der reinpasst mit seiner Länge. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der wäre natürlich, könnte einen Unterschied da machen unterm Korb mit seiner Länge. Ja. Letzte Frage für dich. Gerade ist noch die Offseason. Wie verbringst du die? Ja, gerade sind wir hier in Ulm. Ich bringe meine Tochter morgens in die Kita und dann komme ich her, trainiere und dann viel Familienzeit und auf die neue Saison vorbereiten. Perfekt. Danke dir. Ja, gerne. Viel Spaß noch. Ciao. Ja, jetzt haben wir es auch von Robin gehört. Der ja auch, wie er schon meinte, viel Erfahrung hat durch Lahn-Dill. Ja, war ja auch jeden Tag in der Halle und hat sich auch angeschaut. Ich würde sagen, wenn nicht schon gemacht, schauen wir mal in die Halbzeitstatistiken. Gerne, Paul. Ja, wir können hier sehen, Großbritannien 54% Field Goal. Ich denke, das sticht raus. Sie haben die vielen Würfe und sie treffen auch viel davon. Deutschen mit 41%, ja. Sonst Freiwürfe relativ ausgeglichen. 41, 32. Deutschen sind noch dran, aber wir müssen schauen, dass sie nicht zu weit nach hinten fallen. Auch die anderen Statistikbereiche zeigen ein ausgeglichenes Spiel. 3 Assists mehr bei Großbritannien. Lassen den Ball damit gut laufen. Aber auch die Deutschen mit 12 Assists da nicht weit abgeschlagen. 4 Turnover auf beiden Seiten. Die Defense bei beiden Teams passabel mit 3 Steals und 2 bei Deutschland. Und ein Block auf Seiten von Großbritannien. Topscorer. Mein Mann, Warburton, ganz oben auf der Liste mit 15 Punkten, dann Terry Bywater mit 12 und dann erst die zwei Deutschen, Dreimüller und Böhme mit jeweils 10 Punkten. 4 Spieler damit schon, Double-Digit-Scoring. Verspricht auch gutes Scoring für die zweite Halbzeit. Ja, absolut. Und ich denke, wir können uns auf die zweite Halbzeit freuen. Wir holen uns jetzt auch eine kleine Stärkung bei uns im Ratiopharm und im Fanshop. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nach der Pause wieder.
Und wir sind wieder zurück aus der Halbzeitpause, hier mit dem Finalspiel Deutschland gegen Großbritannien. Ja, zweite Halbzeit. Die Deutschen müssen schauen, dass sie dranbleiben, um dann vielleicht am Ende noch Großbritannien zu überholen, sag ich mal. Nicht so weit nach hinten wegfallen. Warum bis zum Ende warten? Ich glaube jetzt, wir haben uns die Statistik nochmal genauer angeschaut. Ja, ich kriege hier Essensbilder gezeigt, das ist ja gemein. Wir haben uns die Statistik nochmal angeschaut. Einige Würfe, gerade im Nahbereich, liegt Deutschland nur bei 44%. Ich denke, die Quote muss gesteigert werden. Wir führen mit den Offensiv-Rebounds, das heißt, zweite Chancen sind da. Und ja, dann müssen die Bälle in den Korb und dann ist das Spiel mindestens ausgeglichen. Und dann geht das hier auf jeden Fall weiter. Ja, mit Sicherheit. So wie wir es gegen die Niederländer auch gemacht haben, werden wir hier nochmal Terry Bywater singen, vorm Einwurf nochmal kurz mit den Fans. Mit dem jüngsten Fan wahrscheinlich in der Halle sogar. Vermutlich, ja. Wobei Robin Christens Tochter macht, glaube ich, noch Konkurrenz, aber die dürfte schon ein bisschen älter sein. Gleichermaßen süß die zwei, auf jeden Fall. Da schenken sie sich nichts ähnlich wie die beiden Teams auf dem Platz. Wobei das süß wahrscheinlich nicht der richtige Begriff ist. Nö, sie schenken sich nur nichts von der Leistung. Das stimmt. Ja, 19 Minuten sind es noch, Kevin. Dann ist es leider schon vorbei und wir haben aber nochmal ein super Ende hier. Ich hoffe, das Spiel wird nochmal sehr spannend und dass die Deutschen das auf jeden Fall drehen können. Ja, den Bywater müssen sie halt in den Griff bekommen, sonst kann es auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Ja, definitiv. Auch in der ersten Halbzeit schon ein wichtiger Faktor bei den Briten, wie schon über das ganze Turnier. Die Würfel gilt es ihm nicht zu geben. Uber, ja, rollt hier schön ab. Und kann aber richtig, das ist richtig, ja, das ist das Abrollen, die Verteidigung kollabiert. Wenn er mit ein bisschen mehr Zug diesen Layup loswerden kann, ja, vielleicht sogar mal einen Foul ziehen dann da unten. Aber das ist das, was wir haben wollen. Das hat meinem Mann noch ein bisschen gefehlt in den Spielen, aber vielleicht haben sie es jetzt angesprochen und setzen es jetzt um. Hätten wir am besten dich ins Halbzeithandel eingeschickt müssen, Thorsten. Nein. Die Coaches hier bei den Teams wissen schon genau, was sie tun. Da muss ich mich nicht einklinken. Das sehen die ganz genauso. Ja, unabhängig von deinem aktuellen Job als U19 Co-Trainer, wäre das mal so ein Ziel für dich, Herren-Nationalmannschaft zu coachen? Ja, ich habe ja ein paar Jahre auch für den Verband gearbeitet und mich eigentlich nur auf Rollstuhlbasketball konzentriert. In der Phase hat man so ein bisschen ausgelotet, wo kann die Reise hingehen, wo sind die Ziele. Jetzt ist es so, dass es nicht so viel vollbezahlte Rollstuhlbasketballtrainer in Deutschland gibt. Das heißt, die Perspektive ist gering, also wirklich sehr, sehr gering, davon eben auch leben zu können und vor allem auch so deinen Lebensunterhalt für die Zukunft aufzubauen. Und natürlich träumst du da davon, zu sagen, wenn du als Trainer arbeitest und als Nichtbehinderter hast du als Spieler keine Möglichkeit, auf dieses Niveau zu kommen, dann willst du das als Trainer machen. Und jetzt muss ich aber sagen, als U19 Co-Trainer fühle ich mich sehr, sehr wohl und bin da auch wirklich angekommen. Und wir haben jetzt einen neuen Headcoach seit letztem Jahr. Das hat sich auch geändert. Jetzt ist es weht ein anderer Wind. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß und da fühle ich mich sehr, sehr gut aufgehoben. Gibt es denn in deiner Mannschaft in Allianz Rollers Ulm ein paar Perspektivspieler, die vielleicht auch mal was für Nationalmannschaft oder U19-Nationalmannschaft sind? Ja, wir bekommen jetzt mit Jannis Hohlen U19-Nationalspieler mit dazu, der auch schon bei der U22 mal Luft geschnuppert hat, ist auch ein Ein-Punkte-Spieler, junger Mann mit Potenzial. Den wollen wir jetzt da weiter aufbauen. Und dann haben wir generell ja als eine relativ junge Mannschaft in den letzten Jahren noch viele aufgebaut, die den Weg in die erste Liga gefunden haben. Das waren, glaube ich, mittlerweile 8 Spieler, die über Ulm den nächsten Schritt erreicht haben oder die nächste Stufe erreicht haben. Und da hoffen wir auch in den nächsten Jahren immer wieder welche damit dazu bekommen, um diesen Schritt dann weiter zu machen. Ja. Ja, und dann sieht man wieder, die Philosophie des Vereins zieht sich durch alle Leistungsklassen, durch alle Mannschaften, ob Rollstuhlbasketball oder Fußballbasketball.
Ulm ist einfach Ausbildungsstandort. Definitiv, ja. Und darauf kann man stolz sein, ne? Man läuft immer Gefahr, das als negativ zu betrachten. Wir sind nur Ausbildungsstandort. Aber ich glaube, eine Ausbildung von Spielern ist mit das Schwierigste, was du als Verein machen kannst, weil du investieren musst. Das ist nicht nur Geld, sondern das ist viel Zeit, das ist viel Energie, das sind auch viele Nerven. Aber gute Ausbildungsvereine sind für die Sportart Basketball, egal ob sitzend oder stehend, so wertvoll. Und wir können wirklich stolz darauf sein, dass wir, wie du schon richtig sagst, durch alle Ligen durch, dass wir wirklich durchziehen und uns da wirklich auch einen Namen gemacht haben. Ne? Ja, und es zahlt sich auch aus, haben wir bei unseren Profis auch gesehen. Über die Saison hin super weiterentwickelt, schlechten Start ins Jahr gehabt und am Ende aber dann trotzdem die Meisterschaft hier nach Ulm geholt. So, zurück zum Spiel. Scoring Run 6:0 für Großbritannien, Auszeit Deutschland. Das ist mit Sicherheit nicht der Start in die zweite Halbzeit, wie wir das haben wollen. Und es sind Warburton und Bywater. Ja, die überraschend. Sind noch schon 16 Punkte Führung jetzt für die Briten. Da müssen die Deutschen nochmal nachlegen jetzt. Keine Entschuldigung, aber ein Faktor ist natürlich das erste Spiel, was schon in den Knochen drin steckt. Ja, dann verbringst du hier 1,5-2 Stunden in der Halle, versuchst ein bisschen runterzukommen, aber natürlich hast du schon eine gewisse Erschöpfung. Das Spiel gegen die Niederlande war ja nicht einfach, auch da war eine hohe Belastung. Das heißt, umso spannender ist es jetzt zu sehen, ob hier noch Reserven im Tank sind und Deutschland noch mal eine Schippe drauflegen kann. Mit dem Abschluss, aber zu lang. Brett jetzt hier im Zusammenspiel mit Bywater. Das ist schön gespielt. Aber hervorgegangen ist es, Bywater zieht in die Zone, er kommt nicht weiter und hat dann die Geduld, hat dann die Erfahrung, nochmal komplett abzudrehen, einen ganz weiten Weg zu gehen, die Verteidigung von unten wieder nach oben zu ziehen. Die Verteidiger verlieren die Defense-Position, weil sie die Fußraste zum Gegenspieler zeigen müssen. Zwei schnelle Pässe, ein guter Fake und schon ist unten der Layup off. Ja, ganz viel Köpfchen mit dabei, ganz viel Geduld, ganz viel Erfahrung. Für mich als Trainer wunderbar anzuschauen. Nicht nur als Trainer, auch als Zuschauer. Ja. Ein Fehler, was viele Spieler eben machen, dass sie da die Bögen zu klein fahren, ja? Dass sie da dem nicht zu genügend Spacing machen und das Ganze eben eng halten und damit eigentlich nur der Verteidigung gefallen tun. Wir sehen es hier, die Briten mit 56% Field Goal Percentage. Das ist natürlich für sie zufriedenstellend, für die Deutschen mit 37% ganz und gar nicht. Oh, schön gespielt jetzt hier, Sadler, schade. Können ihn nicht finden. Und Nico Dreimüller mit dem nächsten Dreier. Und er hat heute ein gutes Händchen. Ja, wichtig, jetzt auch mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Ja, definitiv. 3 von 4 Dreiern heute schon. Bywater will hier antworten, aber... Aber immer schön zu sehen, dass auf ein Dreier antworten wir mit einem Dreier. Ja, so viel Selbstbewusstsein und so viel Ehre steckt in den Jungs drin auf allen Seiten. Das lassen wir nicht uns auf uns sitzen. Liegen hier gut rotiert. Verteidigen sie einfach stark. Ja, aber hier ist der Unterschied zu sehen. Böhme fängt den Ball und wie lange er braucht, um ihn zu verarbeiten. Das hängt so ein bisschen mit dem Pass zusammen, aber auch so ein bisschen mit der, ja, vielleicht mit der Bereitschaft, diesen Wurf jetzt auch zu nehmen. Vergleichen wir das mit Warburton oder auch mit Bates auf der anderen Seite. Das ist ein Catch and Shoot. Ja. Und diese Sekunde hat jetzt dazu geführt, dass der
Brite gleich wieder verteidigen konnte und sofort wieder da war, um den Wurf zuzumachen. Das ist kein guter Pass. Jetzt ein 3 gegen, ja, 3 gegen 1, 1 gegen 0 Fast Break. Warburton lässt ihn aber liegen. Bywater ist aber da. Pass übers Brett. War gewollt. Unterstellen wir ihn jetzt einfach mal. So gut sind wir heute drauf. Ja. Ich sehe was noch. 8 Fastbreak-Points bei Großbritannien, 2 nur bei den Deutschen. Ja, das kommt auch von den Stops. Wenn man Stops hat, kommt man ins Laufen. Hat hier einmal durch die ganze Zone, aber wird jetzt hier abgeräumt von Haluski. Sieht man auch, wie wendig der mit seinem Rollstuhl ist. Also das ist unglaublich. Ja, da sind Skills vorhanden bei dem Mann, ja. Auch noch mit so einem Tempo. Wir haben es ja selber ausprobiert. Hier bei uns gibt es ja immer auch die Möglichkeit, in der Halbzeit einen Parcours auszuprobieren. Wir haben es gemacht. Ja, sah nicht so gut aus, aber für Dienstag wird es schon reichen, hoffentlich. Das werden wir genau austesten. Hier wieder einen guten Wurf. Bin ich nicht verwandelt. Nächsten Abschluss. Er besitzt trotzdem weiterhin für die Briten. Man sieht, die Briten verwalten hier den Vorsprung sehr gut. Und das ist schön gespielt. Schöner Ballwechsel. Pass kommt wieder perfekt an in die Pocket, wie Thorsten es schon meinte, und dann kann Phil Brett den auch einfach übers Brett abschließen. Also ist interessant, weil genau diesen Wurf nimmt Phil Brett vor jedem Spiel mehrfach, genau von der Position, genau diesen Bewegungsablauf, um im Spiel dafür bereit zu sein. Ja, also ein Hinweis an die ganzen jungen Spieler da draußen, Routine, Routine, Routine vor dem Spiel, damit es im Spiel nachher auch klappt. Button. Catch and shoot, der Mann ist ready und der trifft den auch. Ja, aber auch schon dieser Pass, ja, also Bywater zieht zur Mitte und spielt den Ball dann, ja, praktisch über die Schulter in seinen Rücken rein, punktgenau, hohe Qualität. Ja, und deswegen spielen Großbritannien auch oben mit dabei und das ist, denke ich, auch die Qualität, die du anbringen musst, wenn du oben angreifen willst, bei den Paralympics, bei der EM, bei der WM. Das sieht man hier. Schöner Backspin jetzt von Güntner. Ja, zielstrebig gespielt. Ne? Das ist das, was das deutsche Spiel ist. Auch hier ein, zwei schnelle Pässe, dann den großen Mann suchen. Du hast hier zwei Mismatches, was die Größe angeht, mit Güntner und Haluski gegen diese britische Mannschaft. Den gilt es zu finden, den großen Gegner klein zu stellen, da muss der Ball dahin. Und dann hast du einen einfachen Abschluss und das sind dann meistens auch gute Punkte.
I told you, I told you. Nicht umsonst Taktik, Thorsten. Ja, ja. Den Namen hat er sich verdient. Und der verwirft heute nichts von der Position. Nee. Geht auch, glaube ich, schon wieder über die ganze Distanz. Bin ich mir gar nicht sicher, ob Warburton schon draußen war. Ja, ein paar Minuten Pause hat er bekommen. In der hier sehen wir es auch nochmal. Er tut ihm sicherlich auch gut, aber wenn er die Würfe weiterhin so trifft und keine Pause braucht, dann, das haben wir schon in den Spielen davor gesehen, bleibt auch gerne mal länger drauf. So, jetzt haben wir das vierte Foul von Terry Bywater. Richtiger Dreier. Vielleicht kann Deutschland jetzt nochmal einen Run starten. Da werden sie auf jeden Fall brauchen. Und offensiv faul. Ja, das sind die Situationen, in denen man sich das Momentum holen kann in so einem Spiel. Dreier von Haluski, dann direkt das Offensivfoul von den Briten. Wenn jetzt noch ein Score kommt. Ja. Schön gespielt. Ja, scheint gegen Großbritannien so gut zu funktionieren mit den beiden Viereinhalber, mit den beiden Großen auf einer Seite. Ja, du musst Haluski draußen verteidigen, dort keine Schüsse abgeben und dann weiß Gündner das im Moment zu nutzen. Sie lösen das schön mit ein, zwei Pässen und lassen dann hin in die Defensive Zone wieder auf. Aber Gesicht hier von ein Dreierfest jetzt der deutschen Nationalmannschaft zum Ende des dritten Quarters. Komm auch so noch mal ran, nur noch 13 Punkte Rückstand. 48 zu 61 nur noch für die Briten. Können sie so weitermachen? Das ist jetzt die Frage. Können sie sich noch mal rankämpfen? So, selbe Geschichte hatten wir schon im ersten Spiel, wo Deutschland auch noch mal aufgeholt hat im vierten Viertel und den ja, Vorsprung dann auch noch ausbauen konnte und am Ende den Sieg einfahren konnte. Wir werden es sehen. Hier sehen wir nochmal den schönen Dreier von Nico Dreimüller. Er trägt das Drei im Namen, ne? Ja. Da alle Ehre heute. Ja, hilfreich im letzten Viertel können dann auch die, nennen wir das, Foul-Probleme sein bei den Briten. Ja, Bywater mit 4, Warburton mit 3 und Lee Fryer mit 3. Das ja, heißt, du solltest dein Spiel nicht darauf auflegen, aber vielleicht im Kopf haben, ja, dort nochmal zu attackieren. Vielleicht da auch Warburton mit dem vierten Foul ja, zu belasten, um dann dort ja, weiter zu arbeiten, zu kämpfen, dich dort so zu positionieren, dass du deine Punkte machen kannst. Ja, und vielleicht kriegst du dann nochmal den einen oder anderen starken Spieler raus, der ein gutes Händchen hat. Und bei den Deutschen, außer Huber, sehe ich bei keinem aktuell eine Gefahr. Und das ist, kann dir noch helfen. Absolut. Und trotz der vielen Fouls auf Seiten Großbritannien, faires Spiel aus meiner Sicht. Auch eine, wie wir es schon gelernt haben von dir, Paul, zum Beispiel Faszination auf Rädern. Einer der Grundwerte im deutschen Rollstuhlbasketball und auch allgemein die Fairness. Ja. Und nicht nur die Fairness. Ja, auch Zusammenhalt, Leidenschaft und Präzision sind weitere Grundwerte und die werden hier gelebt. Spürbar. Spürbar. Jetzt bin ich aber platt. Aus welchem Lehrbuch habt ihr das jetzt rausgezogen? Hier. Aus dem Kopf.
Alles abgespeichert. Mann. Wer ist jetzt der Experte hier am Tisch? Mittlerweile wir drei. Ja, muss man in Frage stellen. Muss man wirklich in Frage stellen. Ja, du, wir sind offen. Wenn der Verband öfter über Kommentatoren braucht für den Stream, brauchst du, weißt, wo du uns findest. Ich werde Empfehlungsschreiben raushauen, auf jeden Fall. Das ist hier. Aber das ist gut gespielt, ne? Jetzt rollt Hube von oben ab, kann den nächsten Block setzen. Alex geht drumrum, bleibt ein bisschen hängen. Ne? Aber er zieht zumindest das Foul. Und Deutschland kann den Angriff neu aufziehen. Langer Ball auf die andere Seite zu. Blockt hier für Güntner. Güntner hier, schade. Offener Wurf, schön gespielt, gut geblockt auch wieder von Huber. Großbritannien spielen das runter. Auch nochmal die Halle, da peitscht die deutsche Mannschaft auch in der Defense nach vorne. Zweites Foul damit auch für Harrison Brown. Güntner, super Position, das ist ein richtig schönes Spiel von den Deutschen. Was mir gefallen ist, dass er in dem Moment auch den Ball fordert. Ja? Also man hört es deutlich, er zeigt es an, ich will diesen Ball haben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig bei Spielern, dass wenn sie sich die Position erarbeitet haben, dass sie dennoch signalisieren, jetzt gib mir den Ball, ich bin ready, der Pass kommt im richtigen Moment, der Layup ist einfach. Also Spieler, fordert den Ball. Und es sind nur noch 11, ja? Wenn wir das Ergebnis aus der vor dem vierten Viertel nimmt. Haller hier mit dem Foul. Keine einfachen Punkte zumindest für die Briten. Schicken Martin Edwards damit an die Linie. Verwandelt ihr beide. Güntner, der jetzt hier für Haller abschirmt. Ja, Haller. Schöner Wurf und das ist schön gespielt. Güntner, der da schön abschirmt. Großbritannien jumpt nicht raus zum Wurf und das ist einfach das Brett. Ja, das ist, wenn du aggressiv verteidigst, wie Briten das jetzt machen, das ganze Feld und dann hast du den Ball auf der Seite, dann kannst du den Schützen nicht so jumpen, weil du weißt, dass hinten jemand da ist, der helfen kann. Ja, es sind nicht alle zurückgekommen, deswegen eine gute Variante gegen eine aggressive Defense, einfach auch einen ruhigen Schirm aufstellen vom guten Schützen und dann kannst du da abscoren. Brett direkt mit der Antwort.
wirklich schön gefangen, gute Position und den Verwandelter. Phil Pratt jetzt in den Ballvortrag. Ja, die Briten haben jetzt keinen Grund mehr zum Eile in der Defense, in der Offense. Ja, also die führen ja noch recht deutlich. Die Deutschen müssen überlegen, jetzt vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle mal zu faulen, ja, um die Teamfouls ein bisschen hoch zu bekommen, um, falls es nachher nochmal knapp wird, auf das taktische Mittel zurückgreifen zu können und vorne weiterhin attackieren und ja, vielleicht auch wieder den einen oder anderen schnellen Abschluss zu machen. Gibt drei Mittel den Ball in die Hand, Haluschke den Ball in die Hand, beide haben schon Dreier getroffen. Lass die schießen. Wir sehen Wechsel bei den Briten. Terry Bywater kommt wieder zurück. Ja, Thorsten, hier. Willst du direkt an die Sideline zum Coachen? Gesagt, getan. Haluski gibt ihm den Ball in die Hand. Er trifft den Dreier. Damit waren es nur noch 8. Wieder schön gespielt. Die Ruhe, mit der Phil Brett da spielt. Warte dann noch den Moment ab, um dann den freien Warburton zu finden. Ne? Ja, Dreimüller fährt vielleicht einen Tick zu weit in der Defense. Ja, gibt Phil Brett da den Weg zum Korb ein Stück frei. Er kann noch mal einen Meter näher ran, wird für den Wurf wieder gefährlicher. Die Defense muss wieder ein bisschen eher drauf rausrücken. Warburton unten frei. Und dass er den kann. Hat er heute schon oft genug gezeigt. Offensiv-Rebound ist bei den Deutschen. Zehn Punkte nur noch. Ja. Schade. Ja, 5 Minuten sind noch zu spielen. -10 für die deutsche Mannschaft. Ist noch alles drin. Shooters Touch, Warburton, den hat er so oft genommen. Ebenfalls auf der anderen Seite Shooters Touch, Haller. Mit den nächsten beiden Punkten für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist zu einfach, das ist zu offen. Das bestraft Bywater direkt. Schön hat er da unterm Korb gefunden und er macht das. Ja. Guter Cut. Ja, wenn du es schaffst, auf der Baseline so frei zu stehen, den Ball dann zu bekommen, es ist immer einfache Punkte, gerade als Rechtshänder von der rechten Seite, ja, die Außenhand, durch den Stuhl bist du geschützt, da kommt eigentlich kaum mehr ein Verteidiger dran und dann ist das für jemanden mit der Qualität von Jan Haller einfach abzuschließen. Ballbesitz bleibt bei den Briten. Die Deutschen schaffen es jetzt nicht so ganz, diese 10, 11, 9 Punkte-Marke zu durchbrechen. Sind noch mal ein bisschen rangekommen, aber nicht auf die letzten Meter. Bisher. Haluskis 4. Foul gewesen sein jetzt. Es ist für mich persönlich, läuft jetzt aber einfach auch zu viel Zeit von der Uhr. Ja, es dauert zu lang, bis die Deutschen wirklich einen Zugriff darauf
auf den Ball bekommen, eher eine Chance zu haben oder den Briten dazu zu zwingen, den Pass zu spielen, einen Fehler zu machen, selber mal einen Stress zu bekommen. Sie machen das auch sehr strukturiert, aber es ist halt jetzt einfach nicht mehr die Zeit, sowas strukturell zu lösen, sondern in meinen Augen wäre es dann wirklich, du musst überlegen, jetzt mal komplett drauf zu gehen und weiter raus zu jumpen. Ja, und lieber das Foul dann außen in Kauf zu nehmen, wie jetzt wieder eine Freiwurfsituation. Ja, gerade wenn du noch nicht im Bonus drin bist, kannst du, glaube ich, ruhig aggressiver verteidigen, um das Spiel von den Briten ein bisschen zu zerfahren. Ne? Einfacher Wurf da eben drehen für Haluski. Das war das fünfte Foul von Bywater. Und das sechste Foul. Kriegt das Technische noch hinterher. Schiedsrichter schüttelt die Hand, der nimmt das fröhlich an, aber ich glaube, da war ganz viel Häme mit dabei. Ja, und das T bringt es auch nicht zurück, ne? Also das bleibt trotzdem bestehen. Ja. Ach, 11 Punkte sind es jetzt noch. 2:51 noch zu spielen, ja. Das ist schön gespielt und den lässt er liegen leider. Schön gemacht von Haluski. War heute zu nah für Trennmüller. Er war zu nah dran heute. Ja, und jetzt Großbritannien. Die spielen es jetzt einfach gut aus. Man merkt die Klasse bei ihnen. In so Situation kommt dann natürlich auch die internationale Erfahrung auf Top-Level zum Tragen. Rebound ist doch bei Großbritannien und jetzt haben sie einen einfachen 2 gegen 1 Fast Break. Spielen es jetzt hier gut aus. Einfache Punkte für Lee Fryer. Wir sehen jetzt nochmal Deutschland nur mit 2 Fastbreak-Punkten im ganzen Spiel. Niederlande, Großbritannien meine ich dagegen mit 10. Und das ist zu offen, das ist zu frei und ich denke, damit können wir schon eine Prognose geben, wer dieses Turnier dann doch gewinnen wird. Großbritannien, die 3 super Turniertage hatten. Ja, nur ein Spiel verloren im gesamten Turnierverlauf, das gegen die Deutschen am ersten Tag. Wenn wir hier nochmal den Dreierversuch sehen. Vielleicht an der Stelle die Anmerkung, die Briten haben jetzt natürlich auch schon 3 Tage bei uns im Orange Campus trainieren dürfen. Die Auswirkungen sieht man hier jetzt. Also die kennen die Hallenbedingungen, die kennen die Körbe. Und deswegen, das lag auch nur daran, dass wir uns heute nochmal geschlagen haben. Ist mit Sicherheit. Eine These, auf jeden Fall. Soll erstmal jemand das Gegenteil beweisen. So ist es. Nochmal die Timeout hier. Ja, auch die Deutschen nutzen ja den Orange Campus die kommenden Tage. Ja, ist ja noch bis Freitag hier. Verlängern das Turnier und machen noch Training im Anschluss und dann
wäre wohl eine Revanche fällig am Samstag nächste Woche, um ja, zu sehen, ob wir recht haben mit unserer Vermutung. Absolut. Ich glaube, wir drei wären bereit. Auf jeden Fall. Definitiv. Kevin und ich werden auf jeden Fall die Tage dann nochmal, wenn die Jungs trainieren, mal zuschauen und uns das auch mal anschauen, wie das im Training denn so bei denen aussieht. Das haben wir bei den Briten schon gemacht, die jetzt hier, wie du schon gut gesagt hast, Thorsten, die letzten Tage schon mehr trainieren durften, schon vor Ort waren. Ich wäre bereit fürs Rematch. Ja, definitiv. Aber wir können uns an der Stelle verabreden, wenn es zum Aufeinandertreffen kommt bei der Europameisterschaft, machen wir einen gemütlichen Abend mit, was war das, Spanferkellamm und Kaltgetränken. Und dann schauen wir uns das an und betreiben Analyse. Das können wir machen. Gerne. Dann nehmen wir dich beim Wort. Das Lamm besorgst du dann. Du hast Werbung betrieben da dafür. Ja, kriegen wir hin. Deine Connections. Kriegen wir hin. Und 3 Müller, 17 Punkte, 3 von 3, 4 von 4, 3 Würfen. Er macht ein gutes Spiel für mich. Ja, auf jeden Fall. Hatte jetzt auch nicht immer große Rollen in den vergangenen Tagen. Ja, jetzt macht er das wirklich sehr, sehr gut. Und ja, empfiehlt sich auch für die Europameisterschaft. Jetzt dreht der Youngster nochmal auf gegen Ende. Schöner Pass und das ist schön gespielt und das war Lukas Lörsner ist das, der jetzt auch noch in dem Spiel zu Punkten kommt. Jens Eike Albrecht war so, ne? Oh, da habe ich nicht verguckt. Stimmt, Albrecht. Das könnte der letzte Angriff sein jetzt für Deutschland. Nochmal der Offensiv. Böhme nochmal von weit. Schade. Ja. 5,6 Sekunden sind es noch. 83-70 für Großbritannien. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Steile These. Unterschreibe ich direkt. Ja. Sie hätten uns doch überraschen können. Die Chancen waren da. Am Ende hat Großbritannien das nicht mal losgelassen. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft unterliegt der aus Großbritannien mit 17-83. Wir hatten ein echtes Endspiel damit Großbritannien. Turniersieger, Tournament Champions, the team from Great Britain with the victory ceremony directly in a few minutes. Wir haben gleich die Siegerehrung, ist der Schimpfe, der gleich noch bei uns bleibt. Der AllianzCup mit 3 Tagen wirklich hochklassiger im Rollstuhlbasketballsport. Beide Teams bleiben übrigens noch hier zur Vorbereitung auf die Rollstuhlbasketball-Europameisterschaften. Bleiben wir zum Trainingslager. Riesenapplaus nochmal für das Team Deutschland. Alles Gute euch. Viel Erfolg für das Das Turnier ist zu Ende. Das letzte Spiel ist gespielt. Vielen, vielen Dank nochmal an die Allianz und an Braunsteine. Wir gehen nochmal in eine letzte Werbung fürs Turnier und dann sind wir direkt zurück mit der Siegerehrung. Du wächst gerne über dich hinaus? Kann dein Geld auch? Mit unserer Vorsorgelösung Komfort Dynamik profitierst du von Renditechancen und Sicherheit. Die Allianz Lebensversicherung. Da für dein Leben.
Ja, Thorsten, wir haben es gerade schon besprochen, du verabschiedest dich jetzt. Es war uns eine Ehre, hier das Turnier mit dir begleiten zu dürfen. Wir sehen uns am Dienstag. Ich nehme euch beim Wort. Vielen, vielen Dank an euch beide. Ihr habt einen super Job gemacht. Durchweg positive Resonanz. Es würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und mit dem Rollstuhlbasketball verbunden bleibt. Ihr seid jederzeit eingeladen bei uns. Wirklich, good job und danke euch beiden. Danke, danke. Wir werden auf jeden Fall vorbeikommen und bleiben in Kontakt. So, und wir schauen uns jetzt die Siegerehrung an und übergeben das sozusagen an Marc, der das hier Ganze moderieren wird. So, how are you enjoying the last three days here? It's been good. It's been good? So how does it feel to be the winner team? Wie fühlt es sich an, die Gewinner zu sein? Yeah, very good. Yeah, very good. I think so. So, also nochmal, hier sind die Sieger. The winners of our Allianz Cup 2023, the team, the national team from Great Britain. Congratulations. It's really great to have you here. Dankeschön nochmal an die deutsche Nationalmannschaft. Viel Erfolg euch bei den Europameisterschaften in Rotterdam. Have a good time in Rotterdam. And see you back in the next week for preparation for the European Championships. Dankeschön. Das war der Allianz Cup 2023 hier auf dem Main Court des Orange Campus, der Heimat des deutschen Meisters im Basketball. Schön, dass ihr da wart. Kommt gut heim. Schönen Abend noch. Wir sind raus. So, ja. Marc sagt, er ist raus. Wir sind noch mal kurz drin. Wir sind für noch euch. Mal da. Paul. Ein schönes Wochenende war das. Marc hier auch noch mal. Wenn danke. Marc das sagt, dann muss es wohl stimmen. Ja, es war uns eine Ehre für euch, hier das ganze Wochenende dabei zu sein. Den Rollstuhlbasketball so schön mit euch zu verfolgen auf so einem hohen Niveau. Das letzte Spiel war auch noch mal ja, ein super Spiel. Ja. Blöder Ausgang für unsere Deutschen, aber für die EM sind sie auf jeden Fall gewappnet. Großbritannien ein würdiger Turniersieger, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel zu sagen. Es war uns eine Ehre, hier mit euch dabei sein zu dürfen. Und wir freuen uns hoffentlich aufs nächste Mal.